Wenn du abnehmen willst, dann liest du wahrscheinlich irgendwelche Abnehmbücher oder in Zeitschriften schaust du immer mal wieder nach oder auch online. Und dann wirst du immer mehr feststellen, dass heutzutage man eigentlich fast nichts mehr essen kann. Denn manche Dinge enthalten zu viel Fett, andere zu viel Zucker, Fleisch und Käse sind sowieso ungesund und so schädlich wie Rauchen laut einigen Studien. Und man fragt sich, hey, womit kann ich eigentlich noch meine täglichen Kalorien überhaupt auffüllen? Und genau aus diesem Grund habe ich eine ganz einfache Videoserie gestartet. Das sind die 100 Lebensmittel zum Abnehmen. Das sind 100 Lebensmittel, die du immer essen kannst. Und zwar jeden Tag, wenn du möchtest. Und du kannst sie in verschiedensten Arten und Weisen kombinieren. Und wenn du mit diesen natürlichen Lebensmitteln deine Kalorien auffüllst, ja, dann wird dein Körper auch so von Natur aus sich einpendeln und einpegeln, dass du gar nicht mehr so viel Kalorien zählen musst. Ja? Und deswegen ist das sozusagen die Videoserie für die Menschen, die verwirrt sind aufgrund dieses ganzen Trubels rund um das Thema Ernährung. Und da kommt auch immer mehr Bullshit so zum Vorschein, wenn man irgendwie sich anguckt, dass einfach komplette Ernährungsrichtlinien oder komplette Lebensmittelgruppen aus dem Speiseplan verbannt werden sollen. Da wird dann extrem eingeteilt in gesund und ungesund und das ist einfach ganz oft schlicht und ergreifend gelogen. Ja. Heute sind wir schon bei Video Nummer 13, glaube ich. Das bedeutet 60 Lebensmittel zum Abnehmen, habe ich dir schon vorgestellt. Heute kommen wir mal gleich zum Lebensmittel Nummer 61 und zwar dem Ziegenkäse. Ziegenkäse ist einfach überbest, Leute. Ja, ich meine, guck mal, Masse kommt auch auf Malle langsam wieder zurück. Und das habe ich jetzt wirklich für mich entdeckt hier, diesen Ziegenkäse. Den kann man wunderbar in einzelne kleine Scheiben schneiden. Zusammen mit Oliven zum Beispiel essen, ja. Oder auf Gemüse raufmachen. Das ist einfach ultra lecker. Ja, dieser Käse ist im Prinzip auch gar nicht so teuer. Hier auf Mallorca kostet es natürlich mehr als in Deutschland. Aber Ziegenkäse wirklich, das ist so eine Entwicklung. Ja? Als Kind mag man den meistens nicht. Ja? Schmeckt halt ein bisschen intensiver noch als jetzt normaler Käse. Aber ich finde ihn einfach ultra lecker. Man kann ihn sogar einfach pur auch essen, ohne jetzt was anderes dazu. Und eine Sache, die zu Käse ihr immer wissen müsst, diese Fettangaben. Hier ist jetzt zum Beispiel, steht oben drauf, 45% Fett, ja. Das bedeutet aber, das ist das Fett in der sogenannten Trockenmasse, ja. Und ein Käse besteht ja nicht nur aus Trockenmasse, sondern auch aus Wasser, so wie jedes andere Lebensmittel auch. Und deswegen muss man immer sozusagen gucken, wie viel sind denn ist denn das Fett auf 100 Gramm Lebensmittel, ja. Und das ist dann gut und gerne meistens nur die Hälfte oder ein Drittel von dem, was in der Trockenmasse halt angegeben ist, ja. Grundsätzlich ist es auch bei Käse so, dass natürlich Käse mehr Fett und mehr Kalorien hat als jetzt Gemüse oder so. Und deswegen ist es ultra wichtig, dass wir halt, wenn wir Käse essen, das Ganze kombinieren mit anderen Dingen. Ja, und man kann wunderbar Salate machen, ein bisschen Käse rüber machen. Man kann wunderbar Gemüse dünsten und dann zum Beispiel Ziegenkäse dazu essen. Oder man isst es einfach zum Beispiel mit leckerem Brot, Eiweißbrot oder was auch immer. Wir backen zum Beispiel hier ganz gerne unser Brot immer selber und da passt es zum Beispiel super dazu. Und ganz wichtig bei Käse generell, nicht diesen Low-Fat-Quatsch kaufen, sondern immer schön den leckeren Vollfett-Käse. Und genau der ist es, der euch nämlich dann den Genuss gibt, ja, und dieses ganz normale Selbstverständlichkeit, normale Lebensmittel essen zu können, um euren Kalorienbedarf zu füllen, damit ihr auch satt seid und euch nicht die ganze Zeit dann wieder irgendwo hinterrücks bedienen müsst am Kühlschrank, weil ihr einfach nicht satt werdet aufgrund eurer ganzen Scheiß-Diäten, die ihr immer ständig macht. Ja? Deswegen Lebensmittel Nummer 61, Ziegenkäse. Kommen wir mal zu Lebensmittel Nummer 62, Mozzarella. Ja? Und das ist also heute so eine kleine Käse-Edition, wie ihr schon gemerkt habt. Mozzarella, wunderbar, wie man hier auf dem Bild schon sieht, geeignet für so eine kleine Salatplatte mit Tomaten zusammen. Ich habe hier zum Beispiel diese Tomaten für mich entdeckt, die sind ultra lecker, so eine Art Salattomaten. Die schneidet man einfach in kleine Scheiben, dann den Käse auch in kleine Scheiben schneiden, dann noch ein paar Oliven dazu, bisschen Apfelessig oder Weißweinessig oder irgendwas, bisschen Olivenöl rüber, würzen.
Richtig lecker, habt ihr einen perfekten Zwischensnack, ungefähr 400 bis 500 Kalorien und ihr habt wieder ein super Lebensmittel, was ihr zum Abnehmen verwenden könnt. Ja? Dann, und natürlich dann dabei die Zwiebeln nicht vergessen, für die, die auf Zwiebeln stehen. Ja? Also Lebensmittel Nummer 63 ist dann der Gouda. Ja? Hier Gouda halt, wie gesagt, super geeignet, um ihn so mit diesem gefrorenen Gemüse zu kombinieren. Ihr kennt ja diese gefrorenen Gemüsepackungen. Moment, ich hole mal eine ganz kurz. Ihr könnt einfach das Video laufen lassen. Ton müsste ja weiterhin da sein. Wir holen uns zum Beispiel, du holst dir so eine gefrorenen Gemüsepackungen. Ja, die kannst du dann mit so einem Sieb zum Beispiel zubereiten im Topf. Dann gehen nicht so viele Nährstoffe und so verloren. Und dann hast du so einen riesigen Teller Gemüse, ja, was machst du jetzt dazu? Du machst ein bisschen Olivenöl zum Beispiel rüber, dann nimmst du so einen Gouda, ja, und machst einfach so ein paar Streifen darüber, würzt es noch ein bisschen, hast du auch ein wunderbares, leckeres Lebensmittel und eine Mahlzeit. Vor allem sind diese ganzen Käsesorten, die reich an Fetten und Proteinen sind, natürlich auch gut für die Low-Carb-Diät geeignet. Also die Leute, die halt wenig Kohlenhydrate essen und in der normalen Ernährung für alle anderen natürlich auch geeignet. Wenn du Carb-Backloading machst, so wie ich, dann wirst du diese käsereichen Varianten immer vor dem Training bevorzugen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Nüsse, Fleisch, Käse, Gemüse und so weiter esse, meistens vor dem Training. Und nach dem Training esse ich dann ja weniger Fett. Das heißt, dann ist dann eher so Reis, Fisch, Fleisch auf dem Teller, viel Tomatengemüse und so ein Kram, aber nicht mehr so viel Fette, ja? Okay, das war das Lebensmittel, beziehungsweise der Käse, beziehungsweise der Gouda, meine ich natürlich. Jetzt kommen wir mal zum vierten Käse heute und das ist der ganz normale Emmentaler, ja, Lebensmittel Nummer 64. Emmentaler hat hier auch, was für einen Fettanteil, 30 Gramm Fett auf 100 Gramm, hat 27 Gramm Protein, also schön viel Proteine. Und Kohlenhydrate, Hidratos de Carbono, 1,5 Gramm, ja. Das ist halt hier so ein fertiger Käse, der schon geraspelt ist. Das heißt, für die Faulen unter euch, den könnt ihr euch nehmen, zum Beispiel super. Und wenn ihr so selbstgemachte Pizzen und so macht, ne? Also zum Beispiel den Teig selber produzieren, selber herstellen, da ist noch nicht so viel Zucker drin und so weiter. Dann einfach nur ein bisschen Tomatenmark drauf. Dann zum Beispiel diesen Käse mit ein bisschen Thunfisch oder irgendwelchen anderen leckeren Sachen. Meeresfrüchte eignen sich natürlich super dafür. Und es gibt natürlich auch diese Low-Carb-Pizza, könnt ihr euch auf Culinaro angucken. Ich packe auch mal einen Link hier drunter, wo der Boden aus Thunfisch besteht. Auch richtig, richtig lecker. Und da ist natürlich so ein Käse immer super geeignet. Ja? Man muss natürlich bei so einem Käse auch immer darauf achten, das sind jetzt hier 200 Gramm und die sind auch ganz schön schnell weg. Das heißt, wenn ihr Käse benutzt, dann klatscht nicht gleich eine ganze Packung immer überall rauf, sondern so, dass ihr halt immer im Auge behaltet, dass ihr nicht zu viel davon auf einmal isst. Aber wenn ihr genug das mit anderen Lebensmitteln kombiniert, habt ihr da auch überhaupt gar kein Problem. Ja? So, fehlt im Prinzip nur noch Käse Nummer 65 bzw. Lebensmittel Nummer 65. Den habe ich leider nicht gefunden im Laden und das ist der ganz normale Hüttenkäse, nicht zu verwechseln mit Magerquark, ja, ist ein bisschen ähnlich. Hüttenkäse schmeckt so ein bisschen körniger und hat so eine kleinen weißen Kügelchen im Prinzip. Und dieser Hüttenkäse eignet sich zum Beispiel super auch mit Tomaten zusammen oder mit Walnüssen kann man das mischen sehr gut. Dann kann man ein bisschen Essig und Öl dazu machen, kann Thunfischaufstrich. Man kann einfach tausende von Sachen machen, um diese Sachen zu kombinieren. Ja, und deswegen möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal die Plattform culinaro.de ans Herz legen. Da könnt ihr nämlich dann immer genau gucken bei solchen Rezepten, was sind die besten Fitnessrezepte. Ja? Also wo kann ich genau diese Sachen finden, wo natürliche Lebensmittel drin sind, wo viele Vitamine, Vitalstoffe, Ballaststoffe und so weiter dabei sind. Diese Lebensmittel werden sozusagen von der Community dort hochgeladen, also checkt sie auf jeden Fall aus. In den nächsten Tagen kommt noch mal ein kleines Video, wo ich auch den Ernährungsplan dazu erkläre. Den haben wir nämlich immer weiter ausgebaut
Und ja, checkt auf jeden Fall auch den YouTube-Channel von Culinaro aus. Da ist einer meiner Mitarbeiter, Ilja, nämlich dran, rund um die Uhr am Arbeiten, macht da leckere Rezepte. Jetzt hat er neulich gerade erst irgendwas was war denn das nochmal, Mandelmilch, Burger oder Pudding oder richtig lecker. Der hat richtig kreative Ideen und lädt da regelmäßig Rezepte hoch. Also checkt auf jeden Fall den Culinaro YouTube-Channel, checkt die Culinaro Plattform für solche leckeren Rezepte. Wenn ihr noch mehr Lebensmittel kennenlernen wollt, checkt die Playliste, die ich dazu erstellt habe, von den ganzen anderen Videos. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns am Strand oder im Fitnessstudio, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und beim nächsten Video, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dein Kolja Barkhorn, zu strandfigur.com.